Willkommen zurück, Freunde, bei Drone Racers. Und heute wollen wir MCR 4 im Amateurrang machen. Und ratet, was ich als erstes mache. Gleich beginnt das Qualifying auf der... Genau, die alte Abwürgung und das Qualifying überspringen. Blue Valley, ein Straßenkurs. Die Bedingungen sind gut. Bleib immer auf der Ideallinie und zeig's ihnen. Genau. So, los geht's. Okay, legen wir los. Ich weiß gar nicht mehr, wie das auch schon heißt. Und da sitzt unser Max wieder drin. So, auf geht's ins nächste Rennen. Und ich hoffe, es wird ein gutes. Ey, der hat denselben Wagen wie wir. So. Das kennst du, ne? Kennst du überhaupt nicht, ne? So, ich hab vergessen, wie schön. Ich hab vergessen, wie gesagt, ich habe am Donnerstag zuletzt aufgenommen. Obwohl das natürlich wieder für den Donnerstag wäre. Das ist die erste Aufnahme, nachdem ich bei meinen Eltern war. Immer noch. Also, das Ding scheint irgendwo hängen geblieben zu sein. Naja, egal. Jedenfalls ist das hier, wie gesagt, immer die erste Aufnahme. Nachdem ich mal essen zu bin. Und ich hab das... Was? Hier bleibt man auch im Boot stecken? Nein. Warum denn? Aber nicht so schlimm wie Found. Und das ist wieder irgendwo hängen geblieben. Ich weiß immer nicht warum. Ich scheine gerade einfach Glück zu haben. So. Damit sind wir in der letzten Runde. Und ja, die anderen haben einen ordentlichen Vorsprung momentan. Und hoffen wir, dass das so bleibt. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Da habe ich ein bisschen weggerutscht. So, wir sind jetzt auch bald wieder beim Ziel. Genau, aufwischen. Und wow. Wieder ein bisschen im Boden stecken, weil es so Spaß macht. Ah, zum Glück muss man weg. Hab ich ja Glück gehabt. Wenn ich jetzt eine Rakete bekommen wäre, die mich überholt hätte. Oh. Ich glaube schon schnell. Nein, ja, gewonnen. Oh ja, da war eine Rakete. Okay, 6.000 gewonnen. Wir machen direkt weiter. Wir hatten 3 Sekunden Vorsprung zum nächsten, was ja an sich ganz in Ordnung ist. So, ich esse mir ein Stück Schoki. Ich habe nämlich heute irgendwie Lust auf Schoki. Auf dem Battery-Straßenkurs ausgefahren. Pass auf, dass deine Reifen nicht schmelzen. Im Laufe des Rennens wird das Wetter schlechter. Alles Gute! Auf Battery waren wir auch schon lange nicht mehr. Okay, legen wir los. Bitte aber gut, mal wieder hier zu sein. Ja. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Außer, dass wir wahrscheinlich wieder gewinnen werden. Denn irgendwie ist das Spiel nicht mehr so anspruchsvoll, jetzt wo wir die guten Fahrzeuge schon haben. Aber man hat ja hier die freie Auswahl. Man muss einfach wahrscheinlich ein bisschen Glück haben, wenn man zum ersten Mal spielt. Wenn man jetzt zum zweiten Mal spielt, weiß man, welche Fahrzeuge man sich freischalten muss und dann wird das alles so durch erledigt. So. Nach Battery wieder 2 Runden und wir dürfen als erster starten. Ja,
Ja, hier war die Strecke, wo wir... Achso, na, das ist die verloren gegangene Folge. Nachdem wir damals das erste Auto gebaut hatten, was mir leider euch gezeigt wurde, weil die Aufnahme von euch gegangen ist, da war es ja so, waren wir auch hier auf der Strecke, auch in einem XCR. Und da, der Wagen war ja so schlimm am Rutschen. Boah, wir fahren glaube ich zum ersten Mal mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke. Und, fährt sich so viel einfacher. Aber das ist die Strecke mit dem Fahrrad. Ja. Obwohl, die sind schon mit dem Fahrzeug gefahren, ne? Im Kopf nicht schon mit, ja, das ist ja schon mal drauf. Ich bin schon mal mit dem Schirmort gefahren. Wie war ich nicht? Schön, dass er vorbeigekommen ist. Da bin ich gegen die Wand gefahren. Ich war komplett meine eigene Schuld. So, haben wir repariert und die Rakete ist aber auch nicht verschieben. Weil wir schon gewonnen haben. Zeta ist wieder letzter. Katze und Transact ganz knapp vom Ziel überholen. Wie man auch gerade gesehen. Wunderschön. Schlechte Nachrichten, Max. Jemand hat eine Kopie deiner Renndaten gestohlen. Dieser jemand kennt jetzt deinen Fahrstil und kann sich optimal auf dich einstellen. Rocket hört sich gerade um. Vermutlich steckt das XO4-Team hinter der Sache. Wichtig ist aber erstmal das nächste Rennen auf dem Foundry-Straßenkurs. Es soll Regen geben. Pass auf dich auf, Max. Wieso Foundry? Sehen wir uns die Rangliste an. Erster. Du bist gefahren wie der Teufel. Nein. Du kannst jederzeit wiederkommen. Jetzt irgendwo hin. Tabelle angucken. Rennzeit. Na gut. Was wollte ich jetzt sagen? Wieso Foundry? Warum muss es sein? Und warum steht an einer Kopie meiner Renndaten? Man kann sich einfach angucken, wie ich fahre. Und selber welche erstellen. Das ist doch. Naja. Und ich wusste auch nicht, dass das Exo Foas. Grundsprecherin. Hui, hui. Ich wollte letztens mal gucken, wer die Synchronsprecherin sind, um mal zu gucken, wo die noch gesprochen hat. Ich habe leider nichts gefunden. Nicht mal auf Wikipedia. So, aber das soll uns nicht weiter stören. Wir fahren das nächste Rennen. Und hoffen, dass wir nicht allzu auf dem Boden stecken bleiben. Oh, komm. Und ich stecke im Boden. Ich bin hier oben mal nicht ganz stecken. Dann hab ich das Ding jetzt wirklich an der letzten Mal. Der Blut. So. Irgendwie bleiben wir diesmal nicht stecken. Ich weiß nicht warum. Aber es war ja irgendwie ein sehr häufiges Problem vorher. Ich bin zumindest schade, dass es hier so wenig Strecken gibt. Es sind ja immer nur so ein paar Abwandlungen der gleichen Strecke. Ich erinnere mich an. Wobei es natürlich deutlich mehr Gebiete jetzt so als in Version 2, aber in Version 2 war es halt jede Strecke anders. Keine war da halt wirklich genau dieselbe wie vorher, ne? Es waren zwar auch alles sicher Abwandlungen, man zwar einen sicherlichen Ort fährt, aber irgendwie, weiß nicht, ist mir langsam ein bisschen langweilig, man sieht ja immer nur das Gleiche. Und Leo Rest ist heute noch World. Da kann man nichts sagen. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen in diesem MCR noch kommen. Ich würde noch so auf ein oder zwei tippen. Das war jetzt schon das dritte. Und wir haben es tatsächlich relativ souverän geschafft.
Und da bin ich ganz froh drüber, dass wir nicht wieder dauernd stecken geblieben sind. Wie vorgestern. Das ist noch gar nicht so lange her. Fällt mir gerade erst auf. Also die Aufnahmen sind für mich ja weit auseinander für euch, aber war das erst vorgestern. So. Wir haben wegen des gestohlenen Datenprotests den Turmverband eingelegt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Sever kennt deine Tricks. Das letzte Rennen dieses MCRs wird auf dem Rockworms Offroad-Kurs ausgefahren. Das Nitro-Team erwartet einen Sieg, Max. Was? War gerade ein bisschen am Umglitschen, glaube ich. Jetzt glitscht die auch noch durch ihren Zeigefinger. Was machst du da? Okay, legen wir los. Jetzt noch egal. So, Rockworms. Und das letzte Rennen. Und Sever gehört zum Exoforce-Team. Jetzt wissen wir es endlich. Uns wurde ja nie gesagt. Uns wurde zwar gesagt, oh, wir sollen auf Exoforce aufpassen. Aber nie gesagt, wer der Fahrer von Exoforce ist. Woher soll man das denn einfach so wissen? Was steht das in der Anleitung vom Spiel? Warte mal. Oh, ich habe ja gar keine Anleitung. Ich habe ja nur diese 10 Spielebox. Ja, hier, es gibt 9 Strecken und jeweils für jede Strecke 4 Routen. Steht immer hier auf dieser Pappschachtel von drauf. Oh, hier steht auch der Nachname von unserem Charakter. Wir heißen Max Axel. Deswegen sprach uns das Wort auch als Axel Maxel an. Naja, egal. So, ein letzter Blick da drauf und wir gehen los mit Rockworms. Wo sind die anderen? Ach da, da spawnt der erste. Ich glaube, wir haben dieses Rennen schon gewonnen. Weil wir einfach einen Abstand haben, dass nicht mal mehr die Verfolgungsrakete auf uns gerichtet werden kann. Was ein totaler Beschiss ist eigentlich. Ich bin zu gut, weil ich vorher Erster war. Aber wenn ich jetzt Zweiter gewesen, bin ich mir gerade in den Arsch beißen. Weil ich nicht gewinnen kann. Weil der vorherige so ein Vorsprung hat. Na? So, sind wir überhaupt schon alle losgefahren? Unglaublich, sind alle losgefahren schon. Aber wahrscheinlich kommen wir gleich zum ersten. Wenn hier noch irgendwo rumfuhrt. Ja, da ist Exzeter. Oh. Kerzen ist ganz nah hinter uns. Unglaublich. So, wow. Da war eine Erhebung, die ich ein bisschen steuern habe. So, ich fand das hier. Ja, und Sever war... Götter. Ja, jetzt... Warte mal, was ist denn dann... Wir haben doch 6 Herausforderungen, oder? Aber wir haben nur 5 andere Fahrer. Wer ist denn der letzte Fahrer dann? Wir haben noch Tech und Sever, gegen die wir noch nicht angetreten sind, aber... Eine Konstruktionsmedaille, wir können uns das letzte Offroad-Auto bauen. Wunderschön, wir haben schon wieder ein MCR gewonnen. Wunderbärchen. So. Du bist ein Teufelskerl, Max. Der Drumverband hat dir die Lizenz für die Profimeisterschaft erteilt. In dieser Liga fahren nur die besten Autos. Natürlich sind die Rennen entsprechend hart. Ab jetzt kannst du die Profi-MCRs im Rennmenü auswählen. Wunderbar. Okay, such dir das nächste MCR aus. So, hier haben wir noch 2 Stück und dann hier noch die 7. Heißt noch 9 MCRs. Und dazu müssen wir noch Autos bauen. Du baust bessere Autos als ich? Ja. Ja, tu ich. Der Tremor ist, ich glaube, ein schweres hier jetzt noch, ne? Der ich bin aber nicht schuld, wenn das Ding auseinanderfällt. Oh doch. So, okay, aber natürlich mal sehen, wechseln was wir wieder haben. Zum... Wo ist er denn? Tremor. So, weiterhin grün. Ich hoffe, weil, du kommst weil meine Lieblingsfarbe und so.
Und wenn du die Kohle hast, nehme ich mir die Zeit. Oh, was nehmen wir denn? Panzer, komm her. Weil wir fallen irgendwie letztes Mal wieder auseinander. Ist mir aufgefallen. Ah, ich weiß nicht, ob wir komplett auftunen am Ende. Wird sich zeigen, ob wir das genügend Geld dafür kriegen oder ob wir Rennen nochmal fallen müssen dann. Ich hoffe ja nicht. Wir gucken nochmal die Zeit, Max. Junge, wie die Zeit vergeht. Exakt 50%. Guckt es euch an, Leute. Unglaublich. Wir haben die Hälfte des Spiels geschafft. Jetzt sollen wir hier angucken. Hier sind 9 gewonnene MCRs, 9 fehlen noch. Wir haben 4 und diese 6 sind 10 von den 18 Fahrzeugen. Oh. Warte mal, wo haben wir denn? Ach hier, genau, und die Hälfte der Herausforderung. Okay. So, ich speichere. Speichern was? Coole Idee. Sehr vernünftig, du abgedrehter Rennfreak. Wieso? Was machst du? Wie bewegt er sich eigentlich so viereckig? Was meine seine Bewegung? Die fühlt sich so ein bisschen im Viereck oder ein kleiner Kreis ist es vielleicht auch. Nee, egal. Wir sind auf jeden Fall am Ende dieser Folge angelangt. Beim nächsten Mal. Was? Du willst es wissen. Machen wir hier noch. Ja, wahrscheinlich machen wir den hier und danach die Folge den 6. noch. Dann haben wir die Amateurliga auch geschafft. Dann fehlt nur noch Profi. Ja. Und so merkt es sich langsam auch schon dem Ende zu. Obwohl es ungefähr die Hälfte ist. Also wir sind ungefähr bei Halbzeit, würde ich sagen. Mal gucken, wie lange es noch dauert und wie schnell wir da durchkommen. Ich würde darauf tippen, dass es noch mehr Folgen sind, die noch kommen, als wir jetzt schon hinter uns haben. Wir sind übrigens momentan schon bei... übermorgen sind wir bei der doppelten Länge von Lego Racers 1. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen Lego Racers 2. Ich glaube 20 oder so. Aber ich werde es nochmal nachgucken. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr zugesehen habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.